Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute DNLS22 im True Farming 2 Projekt. Und ja, wir sind hier an der Unfallstelle noch zugange und gucken mal, was jetzt passiert. Leute, ich hab den Abschlepper hier. Perfekt, komm her damit. Jo. Oh, es geht auch noch Kalle vorbeigefahren. Hallo Kalle. Was hier denn los? Da steckt was im Wald. Was? Ist das... Nichts. Das ist nicht... Nee, das ist ein anderer. Okay. Stefan. Ich hab den unschuldig. Oh. Da kannst du den Herrn... Kannst du dich beim Hermann bedanken? Das ist ein Vorführer. Ich weiß. Wie soll ich ihm das erklären? Bedank dich bei Hermann. Der soll eigentlich bei mir im Hof stehen und schön aussehen. Ja. Ja, Mann. Och, herrje, herrje, herrje. Ach, ja, steht am Wald Scheiße. Und sieht nicht schön aus, ne? Das ist mein Ruin. Das gibt's auch nicht. Das klappt nicht, Mann. Das klappt nicht. Guido, warte, komm mal ran hier, komm mal ran. Kalle, der Hermann ist unterwegs hier. Was ist denn? Wo bist du denn? Ah, da. Wenn du den von hinten komm nimmst, ran. Guido. Naja, geht leider nicht. Achso, das geht gar nicht. Nee. Okay. Mach mal hier die Seile dran, ja. So, und jetzt ziehst du mal erstmal ein Stückchen, dass wir gerade kommen, weißt du? Jawohl, ja. Das waren die Zinken. Ja. Wenn wir den raus haben, ist nur noch eine Schraube übrig. So ungefähr. Sag doch sowas nicht. Ach, Kalle, ich hol dir die Ball Schraube. Auf! Was anderes machen. Na, Vorsicht, der Vorsicht! Komm mal vor. Hab hier ein sehr schlechtes Sichtfeld in den ganzen scheiß Bäumchen hier, um ehrlich zu sein. Aber. Ja. Moin! Moin! Ja. Wo sind die? Ach, da drüben. Was hast du gemacht, Hermann? Ich hab mich festgefahren. Das ist ein Vorführer. Ja, tut mir leid. Der ist runtergerollt und er ist nicht mehr vorwärts rausgefahren. Dann hab ich den nicht weggekriegt. Stefan, soll ich nicht dich denn aus dem Fenster? Komm mal ran, gib noch mal einen Stupser, ja. Weiß nicht. Ich weiß mit Guido und Svenner zusammen, oder? Sieht nicht so aus. Ja, bewegt sich jedenfalls mal. Ja, aber gleich haben wir eine Wasserbergung. Ja. Das bin ich aber nicht schuld. Ja, ich hab den nur hier auf die Fläche gefahren. Was ist hier denn los? Sag her, komm mal. Hallo. Mal, kannst du den jetzt anheben? Eine Karre festgefahren. Hinten? Eine Ernte festgefahren im Wald. Oha. Warte mal, geh mal drunter und fahr mal aus. Hab ich. Warte. Du bist gerade auf dem Boden. Du musst mal ein Stückchen anheben. Ich sehe leider nichts, ey. Sag mal, helf mir mal ein bisschen. Mal. Hoch. Ja. Ja. Noch höher? Ja. Ich sehe leider echt gar nichts, wirklich nicht. Wenn noch geht. Ach, höher, ne? Ja, ja. Gut, jetzt mach mal fest hier. Ui. Oh, und jetzt fährst du mal nach vorne. Aber ich kann nicht lenken, der ist zu schwer, das Ding. Oh. Gib Gas, gesagt, dass ein Hüfenrotor schwerer ist als ein LKW, wa? Komm, jetzt. Gerade aus, Guido, das sieht gut aus. Drauf auf den Pinsel, alles passiert. Ich glaube, er reißt gleich die Leiter hier ab. Da hinten sind noch Füßchen unterm LKW unten, ist das richtig so? Wo? Hinten unterm LKW sind noch die Füße runter in den Boden gestochen. Ja, okay, mach die mal hoch. Ja. Da sind ja die Achsen in der Luft. Wie gehen die denn hoch? Komm mal ein paar hier auf Motorhaube, dann geht er auch runter. Ich glaube eher, der hängt ja an der Leiter hier, am Aufstieg. Hier, da Füße am Boden. Ich die Dinger nicht eingefahren, Männers. Das ist aber komisch. Das ist echt komisch. Link mal einen Ticken aufgebaut. Nach rechts. Nee. Na. Der will nicht mehr. Warte mal, wir machen das mal hier.
kann doch nicht sein. Jetzt ja. Zieh. Komm. Warte, komm. Fahr. Warte, schieb von hinten. Warte. Geh doch jetzt nochmal von vorne ran und nochmal versuchen auszuheben. Das ist echt blöd, ey. Hast du ja über das tiefste Loch in ganz Rehbach ausgesucht. Ja, echt, ey. Ja, klar, wenn schon, wenn schon. Ach, da bist du. Ah, warte. Jetzt musst du... Ich muss diese... Wie ich mache keine halben Sachen, ne? Guck, Juri, ich bin ja drüben. Wir sitzen da jetzt drin. Mit Sven. Ich. Ich komme nicht hoch. Ja, du hast hier, wie gesagt, irgendwas jetzt schon... Ja, ich seh's. Ich kann aber nur das Ding hier bewegen, das ist das... Ja, mach das mal hoch, das Ding, weil du drückst dich gerade im... Ja. Und dann sind aber noch so zwei Füße runter, Sven. Was hast du? Die kommen hier auf meine Seite. Hier, die zwei unteren hier. Ja. Warte mal, Guido. Lass mich mal kurz. Ja, hier, geh mal rein. Das war da ja, wir hatten nachher so Kontrollgruppen, wa? Ja, war der Alte. So, das war der Alte, ja, hast recht. Oh mein Gott. Ich kann nämlich nur das Hintere bewegen. Wie die rausgefahren sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht mal. Oha. Ja, okay. Okay. Oh, der Kalle wird ausrasten. Ich glaube, Kalle ist noch hier. Der ist ja zum Glück nicht da. Kalle, da kann ich nichts dafür jetzt. Ah, ne? Du hängst hier am Baum fest, Sven. Mhm. Ja, jetzt. Warte mal, ich hab eine Idee. Du, ihr sagt ja auch so, wie es ist. Das Ding ist nichts fürs Gelände, wa? Ne. Weg mit dem Feuerwehrauto. Kalle, weg da. Ich glaube, dann wird nichts. Der hat wenigstens anständig Reifen drauf. Da ist auch Profil, ja. Ja, super. Und jetzt Stunde stehen. Ich weiß nicht, wer das Feuerwehrauto gerade fährt, aber aus dem Gebüsch hier bitte raus. Das ist neu, das Auto. Das wird neu. Muss der Stefan wieder lang polieren dann. Ja. Ich kann bei der. Er macht kein neues. Jetzt nachschieben, jetzt hängen. Ja. Jo! Ah. Bist du noch? Warte, ich fahr mal weg hier. Ein bisschen hier rüber, Guido. Hier kommen noch ein paar Bodenwellen. Ich kann. Warte mal. Probier mal. Rückwärts. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Rückwärts aufs Feld. Ich kann mich nicht bewegen. Okay. Warte. Ich wurde schon Allrad-LKW. Wo bist ja. du? Pass auf, Kalle, wir fahren rückwärts raus. Du stehst am Weg. Heiland, ah, wundervoll, ey. Boah, Leute. Wer war denn das? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Boah. Erklär mal. Au! Hallo? Ja, wie gesagt, ich wollte ihn hier ansetzen und dann ist er hier ein bisschen in die Senke reingerollt. Warum sagst dann du aber nicht direkt Bescheid? Okay, kommt ihr denn jetzt erstmal klar? Weil Sven und ich, wir haben noch ein Telefon. Ja? Ja, danke, Jungs. Oh, bitte. Richtung geht an Hermann. Ja, alles klar. Ich hab übrigens jetzt auch die Stützen dann drinnen. Aber wie hast du das denn gemacht? Super. Bei beiden ist beendet, die Autos können reinfahren. Du hast ja einmal linken Hebel. Hüpf rein, Guido, wir fahren hoch. Ja. Du hast da linken Hebel und rechten Hebel. Ja. Du musst linken Hebel und rechten Hebel zusammen nach oben und nach unten machen. Oh. Hermann? Ja. Immer bitte meinen LKW, dann fährst du runter zu mir. Ich ruf mal eben die Kara an und sag, dass wir jetzt ready sind, ne? Gemeindegebäude, ja. Ja. Wie kommt der da hin? Hä? Wie kommt der da hin?
Den hatte ich mir genommen, weil der stand auf einmal. Ach so, wegen. Ja. Der Bruder kann ich meinte im Real Life. Ring, ring! Harakowski, hallöchen! Ja, ich bin's. Hi! Will keiner? Doch, ich gehe davon aus, die meisten warten. Ach so, ich dachte, ihr ruft dann an. Wir wären auf jeden Fall jetzt ready und würden auf euer Anruf warten bei uns da auf euch. Okay, dann gebe ich mal Bescheid, dass die Telefonkonferenz startet, ne? Ja, alles klar. Leitung Pech hieß es, gell? Jo. Hatte Sven gesagt. Okay, gebe ich so weiter. Alles klar, danke. Ah, nee. Warte. So. So, Sven, wir haben alles. Ich habe jetzt Kara Bescheid gegeben, es läuft. Ach, Scheiße. Entschuldigung. Also die 24 und die 1. So. Die rufen jetzt an. Die rufen auf die Pechleitung an, haben sie gesagt. Ja, wir gehen. Oh. Guido, was macht man auf der 14 drauf? Sonnenblumen? Wenn es geht? Na, da müssen wir noch warten. Ja, dann würde ich warten. Ja, sonst haben wir, glaube ich, alles genug, oder? Hafer, kriegt man gerade Hafer angesät. Guck mal, ich bin gerade am Fahren. Ich guck. Einen Moment. Hafer könnten wir auch nochmal ein Feld wegen Pferdefutter. Weißt ja, du? Hafer. Nee. Das die ist ja schon vorbei. Das wir können noch Weizen, Gerste ansehen. Raps kriegen wir wohl noch hin. Ja. Poppeln, Ölrettich und das war's. Also, und der Rest kommt alles noch, ne? Ja. Also entweder Raps, Gerste, Weizen. Dann würde ich ja, fast Raps sagen, Raps. Haben wir ja gerade Zusage schon gekriegt. Achso. Dann mach erstmal, dann lass erstmal frei. Ja. Bereit so weit vor, dass wir ansehen können. Aber das sollte es ja schon, ne? Also gekruppert und gedüngt. Ja. So. Guido, haben wir doch unser Konferenzding, ne? Ja. Am Werkseinbüro. Jetzt hier. Ja, ich gehe hinten an der Produktion, aber warte mal, verbinden. Ach, geht das schon wieder alles nicht? Verbinden. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ja, hallo? Hört man mich? Immer diese Technik. Hallo? Viechtal? Hallo? Ah, ja, jetzt hat's geklappt. Hallo? Gehen? Ah, guck mal, immer mehr Stimmen, die hier reinkommen. Meine Güte, das ist ja Wahnsinn hier mit der Technik. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Fischtaler, schön, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Ja, wer heiratet? Hallo. Genau, wir laden euch alle zur Hochzeit von Guido und der Frau Karbowski hier. Nein, Spaß. Wir haben in Rehbach jetzt eine Deuga-Futterproduktion in Betrieb genommen. Und da ihr ja alles Bauern oder Landwirte seid, die auch Tiere haben, sollte das euch wahrscheinlich auch interessieren. Na, also grundsätzlich produzieren wir das ganze Portfolio, was Deuga anbietet. Also Hühnerfutter, Rübenpellets, Pferdefutter, Mineralfutter, Schweinefutter, Kraftfutter, Schaffutter und Heupellets. Und wir bräuchten aber generell, und da ist jetzt die erste große Frage, wenn ihr irgendwie was habt, noch Güter. Und das wäre zum Beispiel ganz dringend Sojabohnen und Sonnenblumen. Nicht vorhanden. Also, war angebaut, aber halt noch nicht erntereif. Ja, okay. Na gut, aber wenn ihr dann was habt, könnt ihr es euch da gerne, ne, an uns wenden. Genau. Wir das dann für die Futterproduktion. Wir würden euch das auf jeden Fall abkaufen. Das ist ja sowieso erster Anlaufspunkt.
Genau, sobald geerntet wird, hätten wir sowieso bei euch angerufen. Und wenn ihr ein Feld übrig haben solltet und da jetzt partout nicht wisst, was drauf soll, ja, dann könnt ihr uns auch anrufen. Dann würden wir halt sagen, keine Ahnung, wir machen da jetzt, ich nenne es mal als Beispiel, Zuckerrüben drauf. Und dann sagt ihr, naja, ich habe jetzt aber nichts, um Zuckerrüben anzusehen oder um Zuckerrüben zu ernten. Ja. Da würden wir dann natürlich, also wir kaufen euch das immer ab zum normalen Preis, wie wir es immer tun. Und wenn ihr jetzt irgendwie Lohnunternehmen, also quasi Aufträge, bei euch wäre es dann der Rosenberg oder Rose Agrar, wenn ihr jetzt sagt, ihr müsst das ansehen lassen und ernten lassen, dann finden wir da eine Lösung. Dann machen wir, was weiß ich, dann teilen wir uns die Lohnunternehmen Kosten zum Beispiel. Ja, für das Angebot. Das klingt ja nicht schlecht. Und dann, weil klar, ihr habt da auch nicht für alles Technik, wir auch nicht. Ne? Also da kriegen wir, können wir auf jeden Fall, können wir uns da entgegenkommen. Ja, und dass man da auf jeden Fall zusammenfindet. Genau. Uns wäre jetzt halt noch wichtig, braucht jemand von euch Hühnerfutter? Macht irgendwie, hat jemand Hühner auf dem Hof? Also wir haben bloß Milchkühe, deswegen Hühner sind bei uns raus, leider. Aber ja, Onkel Arthur und ich haben Hühner, ja. Ihr habt, okay, wie füttert ihr die gerade? Macht ihr selber Hühnerfutter oder wärt ihr zum Beispiel jemand, der Hühnerfutter abnehmen würde von uns? Ja, wir würden es abnehmen auf jeden Fall. Ja. Okay, weil dann müssen wir das nämlich mit in die Produktion aufnehmen, weil bis jetzt wir haben alles schon angefragt gekriegt, außer Hühnerfutter, dann ist das jetzt auch mit dabei. Genau, und habt ihr auch Pferde? Yes, haben wir auch. Also wäre dann Pferdefutter wäre auch noch eine Geschichte. Genau, okay. Genau. Okay, genau. Und das nächste ist, wenn ihr sagt, ihr habt eine Feldfläche, ne, ihr würdet die für uns bestellen und liefert uns was für die Futterproduktion, dann würden wir euch dann auch am Ende hinten raus einen kleinen Rabatt noch auf das Futter geben. Ist jetzt erstmal unabhängig davon, also wenn ihr jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ihr macht Rüben auf euren Feld, braucht aber Pferdefutter, es ist unabhängig davon, wenn ihr uns was geliefert habt, dann... Also quasi so ein Zuliefererrabatt. Genau. Ja, so okay. In der Richtung, egal ob das jetzt für das Futter, was ihr dann braucht, ist oder für was anderes, weil wir würden das dann halt so ein bisschen aufteilen auf alle Bauern und wenn uns da jeder irgendwie ein Feld mit, dann kommen wir da zumindest jetzt am Anfang erstmal gut hin. Weil wir haben jetzt gerade erstmal, ja, einige Sachen fehlen uns halt, ne? Es ist gerade hier Soja und Sonnenblume fehlt uns. Also was ist denn das, was jetzt am meisten fehlt? Soja und Sonnenblume. Soja und Sonnenblume, aber da haben wir halt weder die Zeit zum Ansehen gerade und zum Ernten, da müssten wir halt dann irgendwo... Wir hatten irgendwie mal in Fischtal zwei Sonnenblumenfelder, aber die sind leider... Da hat irgendwie einer was Neues drauf gesät, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ralf, hatten wir nicht bei uns auf einem Sonnenblumen drauf? Ja, ne? Ja, wir haben drei Stück. Oder drei Stück. Sogar. Wenn ihr... Nee, bei, sorry fürs Unterbrechen. Ja, alles gut. Wenn ihr zum Beispiel, wir haben vorhin zum Beispiel mitbekommen von der Bürgermeisterin, dass noch viele Felder in Fichtal noch der Stadt gehören, die noch zur Pacht oder sowas stehen. Wenn ihr zum Beispiel seht, oh, da ist aber ein Pachtfeld, aber da sind ja, was weiß ich gerade drauf, hier Raps oder Sonnenblumen, dann haben wir das, dann klärt das mit der Bürgermeisterin ab, ob ihr das ernten dürft, das oder ernten könnt. Die Bürgermeisterin hat gesagt, sie würde da nicht in den Weg stehen und dann müsst ihr nur da im Bescheid sagen, dann könntet ihr das da abernten und uns zukommen lassen. Ah, okay. Das ist gut. Ja, das okay. Ist ja wahrscheinlich ein Teil von dem Ertrag dann, ne, was ihr kriegt, an der Stadt abführen. Achso, immer noch was kriegen. Also ja. Ihr werdet es nicht für Lau oder für Minus machen. Ne? Das ist halt auch okay. So eine kleine Unkostenpauschale. Genau. Ja, also da haben wir jetzt natürlich aber keinen Überblick, ne, was da in Fichtal gerade auf den Feldern steht. Das ja, also wir haben zum Beispiel vom Simlinger Hof, wir haben zwei eigene Felder, wo Sonnenblumen noch im Wachstum sind. Mhm. Und dann haben wir von der Gemeinde vier Stück gepachtet und da sind auf zwei Stück davon Sonnenblumen. Und die wären aber erst nächstes Jahr reif? Oder wird dieses Jahr noch halt zum Herbst dann. Im Oktober, ne? Na gut, das wäre ja dann zum Beispiel, wenn ihr da schon Sonden habt, das wird man euch auf jeden Fall alle abkaufen. Ja, ja, so, genau. Sobald wir da eine Zahl haben, rufen wir sofort durch. Genau, dann könnt ihr uns anrufen lassen. Und dann wird man das genau abholen lassen. Und unser Sojafeld. Der Milchhof hätte auch noch vier Felder Sonnenblumen. Also da haben wir Sonnenblumen auch geklärt, das brauchen wir bloß noch Soja. Dann brauchen wir nur Soja. Genau, haben das, ja. Also Sojabohnen haben wir ein Feld und das wird auch, so wie die Sonnenblume im Oktober, denke ich mal, erntereif sein. Und dann könntet ihr eine große Lieferung von uns bekommen.
Wenn ich richtig bin, dann haben wir auch zwei Sojafelder. Ja, guck mal. Oh. Ja, dann haben wir es doch zusammen. Also Sonnenblumen braucht man tatsächlich häufiger als Soja. Mhm. Deswegen ist das ganz gut, dass da ein paar mehr mit auf den Feldern sind. Und das heißt, dann kann man immer mal ein Feld Sonnenblume auf jeden Fall zur Sicherheit anbauen. Ja, also wie gesagt, ihr könnt gerne, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ihr habt jetzt ein Feld, wo nichts, dann ruft uns an und wir werden euch dann sagen, was wir da drauf packen. Mhm, ja. Also man könnte uns da gerne auch ein bisschen abstimmen, wenn jetzt sowieso einer sagt, wir machen eher auch Sojabohnen oder irgendwie sowas, dann ne, also wir machen das schon, dass es irgendwie passt für alle. Ja, genau. Nicht, dass der eine, sag ich mal, benachteiligt wird oder so. Genau. Und wir werden dann halt, sobald wir alle Güter haben, unsere Produktion hier anwerfen. Mhm. Und dann, ich kann euch allerdings noch keine Preise fürs Futter nennen. Das müssen wir jetzt erstmal durchkalkulieren, weil wir haben die jetzt, ich war letztes Mal auf Lehrgang und das müssen wir erstmal ein bisschen gucken, wie das anläuft und dann kalkulieren wir das durch und lassen wir euch auch nochmal eine aktualisierte Preisliste. Ja. Zukommen. Gut, ihr könntet ja erst dann die Preise machen, wenn das so richtig genau, angelaufen ist. Ein bisschen wissen auch, wie lange und. Da hätte ich schon eine Frage. Ja. Also, es wird aber wahrscheinlich, weil Eigenproduktion und so günstiger als die Big Bags, oder? Ja, definitiv. Also, das ist unser Ziel. Okay. Und bei dem Big Pack muss man ja halt auch immer noch, da ist ja immer noch dann ein Dingsbums, eine Importpauschale und sowas drauf. Also, das guckt man schon, dass wir das selber günstiger produzieren können. Ne? Okay. Wenn wir jetzt Sonnenblumen, Raps oder sonst was haben, ja gut, nee, da müsst ihr ja erst kalkulieren. Sonst hätte ich jetzt gefragt, ob man das im Eintausch dann irgendwie umtauschen kann. Ja, das ist immer schwierig, also gerade auch wegen der Buchhaltung, weil wir haben einmal einen Ankauf und einen Verkauf und wir müssen halt, also wir würden halt euch halt die Sachen ankaufen, ja, und dann können wir euch wieder was verkaufen. Aber man kennt das halt so, Mischkalkulation, das macht es alles nur unnötig schwierig. Nee. Dann kommt das Sabine aus der Buchhaltung und klopft uns auf die Finger. Alles gut, war nur eine Frage, alles gut. Ja, hört sich aber gut an auf jeden Fall. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber ich sag mal. Bevor ich euch, bevor ihr jetzt gleich wieder abhaut, habe ich eine kleine Frage. Ja. Ich habe letzte Woche Freitag mitbekommen, dass es in Fichtal angeblich jemanden gibt, der Landhandelgüter verkauft, die nicht zu mir oder zum Rosenberg gehören. Ich habe mich da jetzt mal ein bisschen schlau gemacht, alle Behörden angerufen. Es ist auch nirgendwo in Fichtal ein Landhandel angemeldet. Solltet ihr das mitbekommen, dass da irgendjemand Dünger unter der Hand verkauft oder Saatgut oder Futter oder, keine Ahnung. Gebt mal dir Bescheid. Bitte sofort Bescheid geben. Das sind illegale Güter und die sind nicht zugelassen für die Landwirtschaft. Das habe ich auch schon herausgefunden. Ja, nicht, dass man da und irgendwas ich wäre darüber, oder so kriegt. Genau, ich wäre da über jede Infos sehr, sehr dankbar. Da muss wohl irgendeiner rumgehen und das, keine Ahnung, das dauert alles so lange am Landtunnel. Ich mache das selber. Und okay. Irgendwie sowas. Ich habe es nur durch Gerüchte mitbekommen. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich stimmt. Ich will aber jetzt auch keinen, ich beschuldige auch niemanden oder so. Ich möchte halt nur, dass ihr mal Auge auf habt oder ein Ohr oder was auch immer. Wenn ihr da was mitbekommt, dass ihr dann bitte Bescheid gebt. Mhm, mach mal. Also, am Sendlinger Hof war bislang niemand, der irgendwas angeboten hat. Ja, du weißt ja nicht, vielleicht kommt ja noch jemand. Ja, aber bislang noch nichts. Also bei mir auch nicht bisher. Aber ich halt die Ohren offen. Ja. Ja, das macht mir auch. Genau, achso. Eine Sache von mir noch, was ich ja gerade sehe. Wisst ihr, gibt es einen Traubenanbau in Fichtal? So irgendwo Weinreben genau. Oder sowas? Ja, gibt es. Ja, genau. Ja? Gibt es. Wisst ihr, wer das betreibt? Ja, das sind einmal Ralf und ich und der Rudi Langhammer. Ja, nice. Also wenn ihr Trauben zu verkaufen habt, nehmen wir auch, ne? Ja. Die brauchen wir auch. Ja, genau. Carsten und ich sind da jetzt quasi erst vor kurzem damit eingestiegen. Bei hier in Rehbach, da ist mit der Weinlese, das dauert noch ein bisschen. Nee, unser Weingut wird auch massiv noch vergrößert. Also da kommt auf jeden Fall einiges zusammen. Oh, nice. Das ist sehr gut. Okay. Aber dann, nur geschehen, um aufs Futter zurückzukommen, das ist ja dann, sag ich mal, für die Regionalität auch viel besser, wenn das Futter für die Tiere bei uns quasi angebaut und verarbeitet wird.
Auch zwecks Klimabilanz ist das ja wesentlich besser und man hat ein besseres Endprodukt, gehe ich mal davon aus, wenn man weiß, woher die Sache kommt. Genau, ihr wisst ganz genau, woher das kommt, ihr wisst, was damit gemacht wurde und ja, das... Die kommen am Ende von euren Feldern. Ja, genau. Ja. Wir bauen auch einen Teil bauen wir natürlich auch selber an, aber unser Ziel ist es halt, für das Futter nichts zu importieren. Ja, ja, das ist gut. Gute ja, Idee von gut, euch. Ja. Ja, gut, Wolf, dann können wir ja mal die Tage mal rüberfahren und können uns ja mal die Felder angucken, wenn das soweit steht und uns mal ein Bild von der Qualität. Ja, auch so, ihr wisst ja, dass der Landhandel neu ist. Wenn ihr mal Interesse habt und sagt, ich würde mir das gerne mal anschauen, was da jetzt los ist oder wie der jetzt aussieht, ihr könnt immer gerne vorbeikommen. Ihr seid herzlich eingeladen, hier vorbeizukommen. Sagt, ruft vorher an, wir stellen noch Kaffee und Donuts bereit und dann schauen wir uns das hier alles schön in gemütlichen Ruhe an, wenn ihr möchtet. Ne? Er hat nämlich jetzt seine Leidenschaft fürs Backen entdeckt. Das ja. Oh, das ist ja cool. Das hört schon gut an. Der macht immer Kuchen mit Loch in der Mitte und nennt es Donut. Ja, ist doch nicht schlecht. Ich hab auch letztens, also was heißt letztens, gestern für Kara gebacken. Die weiß davon noch nichts, aber ich habe einen Pimmelkuchen gebacken. Oh, cool. Ist zwar ein bisschen klein. Ich muss sagen, die Donuts schmecken schon, das kannst du nicht abstreiten, Sven. Ja. Das ist zwar eine Backmischung, aber es schmeckt trotzdem. Aber du hast nicht gesehen, wie er die Löcher hinkriegt. Also das. Du hast es auch gegessen, deswegen gehe ich mal davon aus, dass das okay ist. Okay, also wenn das hier erledigt ist, würde ich mich dann gerne verabschieden, weil das hat mir hier gerade zum Mund. Wir sind dort, ne? Ihr wisst Bescheid. Und alles klar, danke, ciao. Und wenn sonst irgendwelche Fragen oder sowas aufkommen, ruft einfach an. Jo, alles klar. Ja, tschüss, ja, machen wir. Ja, euch einen schönen Tag. Jo, gleichfalls. Danke für eure Zeit. Tschüss. Kussi. Kussi. So, jetzt muss ich ja die Konferenz wieder auflösen, ne? Ich hätte aber immer Rot. Nee, geht doch nicht. Oh, es geht dann wieder nicht hier. Oh. Ah, jetzt. Hat's geklappt? Bist du raus? Ja, hat geklappt. Okay. Hat geklappt. Gut, gut. Komm, wir gehen mal hier zu unserer Praktis. Ja. Hallo. Hallo. So, Jungs. Hallo. Hallo. David, das sag nicht. Da hinten kriegst du jetzt keine Paletten drin. Ich wusste nicht, wo ich da hin tun soll. Ich hätte jetzt erst einmal. Warte mal, nehmen wir mal kurz hier. Gehen die da nicht rein oder was? Nee, ich wusste nicht, wo ich sie hin tun soll. Deswegen habe ich erstmal gefordert, nicht, dass ich. Ach so. Ja, nee, wir rufen naja. Mal. Leute! Dass ich eins auf den Deckel kriege. Ich mache erstmal Mittag. Mach das. Nochmal Mittag. Jo. Mach auch mal für die Praktik. So, meine Bockwurst von einer Danke auch, dass die auch mal was zu essen kriegen. Ja. Ja. Pass mal auf, dann praktisch, komm mal, wir machen das anders. Dann fahrt ihr zur Pommesbude, holt für alle eine große Pommes Mayo Ketchup. Für mich bitte eine Pennergranate und was ihr wollt, könnt ihr dann tun. Geht vorher noch nach Sven und fragt, was der will. Pennergranate ist eine Boulette, eine Frikadelle. So. Auch eine. Und in dem Sinne, meine lieben Freunde, gibt es jetzt gleich erst am Mittag um 20:11 Uhr. Und in dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ben, was möchtest du?